So, willkommen zurück, Jungs und Mädels. Dann wollen wir mal mit dem zweiten Teil der Kampagne weitermachen. Okay. Wer seid ihr denn? Wir streiten hier sich noch ums Fressen. Ich glaube, ich stehe auf der Speisekarte. Oh, was für ein Schwein, ey. Aber interessante Vegetation und Tierwelt. Also, muss man schon behaupten. Sieht ziemlich hinüber aus. BT, übertrage Autorisierung auf neuen Piloten. Verbindung. Bravo Tango 7274. Cooper, nehmen Sie meinen Titan. Nehmen Sie meinen Helm und mein Jump Kit. Jetzt wird's ernst. Pass auf ihn auf! Na prima. Ruhe in Frieden. Dann wollen wir mal, wa? Mal gucken, was auf uns wartet. Hat. Nicht alles fertig kalibriert. Ja, gut, mögliche Standorte der Batterien, die wir brauchen. Er scheint wohl Saft zu brauchen. Okay. Also haben wir eine gefunden. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Über das Touchpad kriegen wir dann immer die aktuellen Ziele angezeigt. Das ist auch mal ganz praktisch. Genau, jetzt haben wir ja auch diesen Geistmodus zur Verfügung, den verwende ich jetzt aber nicht. Wenn man dann nach unten drückt, übers Steuerkreuz, dann kriegt man dann angezeigt die Möglichkeit, wie man gewisse Hindernisse, ja gut, das zeige ich euch doch mal, gewisse Hindernisse überwindet. Das ist mitunter ganz praktisch, wenn man sich verlaufen hat und weiß nicht, wo es lang geht oder wie man denn irgendeine Stelle überhaupt schaffen soll. Weil manchmal sieht man den Weg nicht gleich. Das bedarf auch ein bisschen Übung. Jetzt springen und an der Wand laufen und so, das ist halt hier ziemlich wichtig. Und der Vorname war schon wieder ein Helm. Das Gute ist, dass die so schön leuchten. Also wenn man die Augen einigermaßen offen hat, findet man die auch eigentlich relativ easy. Es gibt zwar welche, die sind ganz schön versteckt und da hat man schon ein bisschen zu suchen, aber in der Regel, wenn du die Augen offen hältst, findest du es auch. Ja, ich habe diesen Doppelsprung noch nicht. Verstoßen gegen geltendes Recht. Ich biete Ihnen eine kurzfristige Amnestie an. Ergeben Sie sich bei einem IMC-Offizier. Falls Sie sich weigern, werden Sie eliminiert. Wer soll dir das denn bitte schön glauben, sag mal? Dass man sich ergeben darf. Wir arbeiten für die IMC. Wir arbeiten bestimmt für die IMC. Was willst du denn? Ist egal, wenn ich. Soldaten kriegen immer denselben Soldaten. Ob dieses Ding in den Berg geht, da muss ich auch sein. Vielleicht ist es gut, stimmt.
Worte über das Ding sagen? Woher soll ich das wissen? Aber wenn das stimmt, steht der Miliz ein verdammt schlechter Tag bevor. Ja, mal gucken, ob wir sie so ausgeschaltet kriegen. Jawohl. Och Mann, hätte ich den gleich erwischt, hätte er keinen Schuss mehr abgeben können oder Bescheid sagen können. Legen Sie sofort die Waffen nieder und ergeben Sie sich. Leisten Sie keinen Widerstand. Bewaffnete Milizangehörige werden sofort erschossen. Die Tarnung ist auch mitunter ganz praktisch, aber ich finde, die hält immer viel zu kurz. Ist immer ganz gut, wenn man mitten im Fokus steht, dass man sich dann nochmal ein bisschen erstmal entfernen kann. Und nicht ganz so viel abkriegt. Was auch schön ist, wenn er auf den Kopf zieht, dann fliegt das mal der Helm weg und es gibt so eine richtig schöne Fontäne. Das sieht schon sehr gut aus. Habt ihr das hier gesehen? An dem Spiel muss ich sagen, die Altersfreigabe, das ist wieder so eine Sache. Das erschließt sich wieder irgendwie nicht so wirklich. Aber das ist ja immer so. Ich hab kein Schussfeld. Ziel ist außer Sicht. Hat irgendwer Sichtkontakt? Unterstützung, schnell! Sichtkontakt, der ist hier! Boah, das sei ja immer runter. Jawohl. Oh, ich liebe es, denen immer eins auf die Fresse zu geben, ey. Das ist herrlich. Macht richtig Fun. Oh, eine Waffenkiste. Was haben wir denn Schönes? Scharfschützengewehr oder ein Gewehr mit Visier, besser gesagt. Doppelsprung ist jetzt aktiv, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist schon mal gut. Dann wird es jetzt langsam ein bisschen besser und interessanter. Ach, Drohnen. Gibt ja jetzt mittlerweile in fast jedem Spiel auch wieder Drohnen. Drohnen sind immer noch groß, big im Kommen. Ja, ich wundere, dass es hier keinen Bogen gibt. Zumindest hatte ich bis jetzt noch keinen in der Hand. Ist ja auch im Moment so ein Trend. Nur mal überall so rumgucken, nicht, dass wir so einen Helm übersehen. Ach, da ist wieder eins von diesen Tierchen. Und da oben sind noch eine Menge. Schon wieder Drohnen. Ich habe doch mein Scharfschützengewehr. Ja, genau. Ich habe da noch eine zusätzliche Zoom-Stufe. Jetzt wird da langsam ein Schuh draus. Jawoll. Ach Mann, jetzt kommt ihr alle runter oder was? Kann doch nicht wahr sein. Seid ihr jetzt wegen den Tierchen unten oder wegen mir? Autsch!
gibt auch übrigens verschiedene Granatenarten und dann gibt es auch noch so Rucksacksprengsitze und Wurfsterne. Das ist ganz gut gemacht, gibt verschiedene Sachen dann noch. Dann guckt euch mal die Pilze an, die sehen auch interessant aus. Das haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, also kann man nichts sagen. In Bezug auf die Spielwelt. Ach, die Wand ist nicht glanz. Von hier aus komme ich nicht hoch. Renne ich hier wieder rüber. Klappt doch. An alle Milizangehörigen. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sie sich auf Typhon befinden. Dieser Planet wird von der... Ah, dieses Wand-zu-Wand-Springen, das kommt später auch nochmal ganz oft. Das ist ganz wichtig. Das Schiff scheint ziemlich kaputt zu sein. Also da ist nicht mehr viel mit los. Da haben wir doch schon mal so eine Energiezelle oder Batterie. Da ist doch schon mal was. Oh, mal wieder zurück zu BT, wa? Mal gucken, wo es hier rausgeht. Oh, hier geht es aber ganz schön runter. Aber keine Sorge, in dem Spiel gibt es keinen Fallschaden. Das wird alles durch dieses Jump Pack, oder wie die das hier nennen, wird das gut abgefedert. Wir sollten es verkaufen. Na toll, jetzt haben sie meinen Titan gefunden. Nein, der wird nicht verkauft, ist meiner. Energieniveau niedrig, Energie unzureichend. Ja, warte mal, ich habe da eine Batterie für dich. Energie bei 70%, Datenkern reinitialisiert, Okularsystem online. Fokuskorrektur. Sind Sie okay, Pilot? Ja, wer bist du? Ich bin BT-7274, Titan der Vanguard-Klasse, Miliz SRS, Marauder Corps. Nennen Sie mich BT. BT? Na gut. Meine Systeme werden neu gestartet, aber eine dritte Batterie würde den Prozess beschleunigen. Ich bleibe hier. War klar, dass du noch eine brauchst. Ah, dann wollen wir mal gucken, wo eine neue ist. Suchen wir mal eine raus, BT. Da haben wir doch schon eine. So, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit dem zweiten Teil. Dann sehen wir uns dann im dritten Teil eventuell. Und dann würde ich dann sagen, bis denn dann.